Kinder. Tja, ihr habt mir im Feedback auf dieses Kickstarter-Video eine Sache ziemlich deutlich gemacht, nämlich, dass ihr keinen Bock drauf habt, wenn ich ein funktionierendes Telefon, das auch noch ziemlich teuer war, vor laufender Kamera zu Spänen Pfarrstücke. Gut, ist okay. Vielleicht war es nicht die beste aller Ideen, sehe ich alles ein. Ich bin auf jeden Fall da keineswegs beratungsresistent. Wenn ihr sagt, ihr wollt das nicht, dann kann das für mich nur eins bedeuten. Ich muss das rausnehmen. Und zwar nicht deswegen, weil ich es schlimm finden würde, wenn ihr mich doof findet. Ach, um Gottes Willen, mich finden so viele Leute doof. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist folgendes. Dieses Video will ich im Grunde genommen für euch machen. Ich will, dass ihr Spaß an dem Ding habt. Und das habt ihr nicht, wenn ich da Sachen mache, die ihr nicht sehen wollt. Ich meine, ich kann doch nicht erwarten, dass wenn ich mit lauter Tierfreunden zu tun habe und dann Videos mache, wo es Tieren nicht gut geht, ja, dass das funktioniert. Das wäre auch Blödsinn. Und genau aus dem Grund habe ich die Kickstarter-Kampagne jetzt so geändert, dass ausschließlich obsolete oder defekte Hardware zerflext werden wird. Bumm. Das iPhone Stretch Goal ist komplett rausgeflogen. Dafür ist dieses Stretch Goal mit dem Camcorder runtergerutscht auf 1250. Und wisst ihr was? Wenn mehr Kohle dabei rüberkommt, als ich tatsächlich brauche für das Zeug, was ich da vorab kriege, das ist die Katzen von Münchner Tieren. Ist okay? Können wir uns darauf einigen? Prima. No hard feelings. Und ich nehme es keinem von euch übel, dass er an das andere Video gemacht hat. Ist in Ordnung. Ihr müsst mir ja schließlich sagen, was ihr haben wollt, damit das hier klappt. Passt jetzt, oder? Alles klar. Dann wieder ab in den Pool. Viel zu warm hier für weiteres Nachdenken. Und ich freue mich drauf, dass das... Und ich glaube, es ist besser so. Also, Leute, tschüssing.